Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Fanamarin TV. Heute haben wir das Thema Multireferenz. Die ist hier vor mir, sind 100 Milliliter drin. Und da muss ich auch ein bisschen was ausholen. Ich glaube, es war so im Jahr 2002, 2003, als wir von Korallenriff damals diverse Wassertests genommen haben und haben die gemessen. Das heißt, wir haben Calcium, Magnesium, Nitrat, Phosphat besorgt von verschiedenen Firmen und haben damals auch eine Standardlösung angesetzt und haben dann gemessen, wie genau die Tests sind. Und es war schon so, dass die Tests eigentlich ganz ordentlich waren, aber es gab Differenzen. Das heißt, nicht jeder Test hat das gleiche Ergebnis angezeigt wie der andere. Das kann viele Gründe haben. Also das muss nicht unbedingt sein, dass die Firma da irgendwas falsch gemacht hat, sondern es gibt eben auch andere Einflüsse, die Einflüsse wie zum Beispiel Wärme, Kälte oder Anbruch, die das verursachen, dass die Tests nicht mehr so genau sind. Ja, und seit vielen Jahren bietet jetzt die Firma Faunamarin für euch diese Multireferenz. Und was sie kann, das sage ich euch jetzt. Ja, eine Überprüfung der eigenen Hobbytests ist in meinen Augen dann sinnvoll, erstens, wenn ihr neue Tests gekauft habt, so würde ich schon gerne wissen, ob es eine Abweichung gibt oder nicht. Das ist einfach so, weil dann weiß ich, wie die ist. Das zweite wäre, wenn ich auf einmal unerwartete Messwerte bekomme, dann möchte ich zumindest nochmal nachmessen. Wenn die Tests längere Zeit ab der Öffnung gelagert werden, weil, wie gesagt, älter werdende Tests sind eben auch anfälliger. Und was ich auch machen würde, ist, wenn sich die Haltbarkeit des Tests im Ende neigt. Das heißt, da steht meistens ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das sollte man dann machen. Die Lesung ist übrigens nicht aus Süßwasser hergestellt, sondern das Ionenspektrum wurde entsprechend der Testmedien angepasst. Die Salze und Elemente sind im Verhältnis und Konzentrationen ähnlich dem Meerwasser. Die 100 Milliliter Lösung ist stabil und vereint alle folgenden Werte in einer Lösung. Hier lege ich euch jetzt die Grafik rein, welche Werte diese Lösung hat. Gut. Und praktisch will ich euch natürlich jetzt auch sagen, wie das am besten funktioniert. Wir nehmen einfach mal einen Test, nehmen wir einen Magnesiumtest. Ihr testet mit dem Magnesiumtest die Multireferenzlösung und bekommt ein Ergebnis. Nehmen wir mal an, das ist jetzt 1000 Milligramm pro Liter. Und wir wissen, dass hier aber 1314 Milligramm pro Liter drin sind. Dann teilen wir diese 1314 geteilt durch 1000 und haben dann das Verhältnis. Das ist 1,314. Das wäre dann der Korrekturfaktor. Und wenn ihr jetzt euer Aquarienwasser messt und da kommt raus 1300, dann müsst ihr diese 1300 Milligramm mal 1,314 nehmen und habt dann den tatsächlichen Wert. Somit ist der nicht gute Wassertest oder der nicht mehr wirklich ordentlich messende Wassertest trotzdem noch brauchbar, weil ihr ihn mit der Multireferenz abgleichen könnt. Und das Ganze würde ich empfehlen, dass ihr hergeht und nehmt die ganzen Tests, die ihr habt, und schreibt drauf, wie die Abweichung ist. Also immer den Korrekturfaktor auf den Test schreiben. Magnesium, Calcium, Nitrat, Phosphat, was auch immer. Ich empfinde es für ein gutes Ding. Hätte es das damals schon gegeben, hätten wir nicht so viele Tests reinmachen müssen. Und man hätte sich auch nicht so geärgert, dass manche Tests einfach auch eine starke Abweichung haben. Das ist aber heutzutage jetzt völlig wurscht, wie hoch die Abweichung ist, weil ihr könnt das jederzeit mit dieser Multireferenz gegentesten. Diese sollte in keinem Aquarianerhaushalt fehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Ciao, euer Robert.